So, die Aufnahme ist jetzt gestartet. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal machen wir was ganz anderes. Ich habe den Leuten im Livestream jetzt hier schon Bescheid gesagt. Ich werde neben dem Livestream das Gameplay-Material hier aufnehmen für eine Dreiviertelstunde, eine Stunde in etwa. Wir wollen uns Marvel nochmal angucken, jetzt wo die fertige Version da ist. Wenn es HDR unterstützt, wie bei der Beta, werde ich natürlich auch nochmal separat ein 4K-HDR-Video machen, so von 10, 15, 20 Minuten Länge, damit ihr euch die Grafik dann auch nochmal genauer angucken könnt. Aber wir wollen jetzt erstmal den Einstieg in die Story genießen. Wenn ihr euch wundert, was das für Musik ist, ist von dem Thema, was ich hier habe. Das ist bei diesem Summer-Event-Dingsbums gewesen. So, wir fangen jetzt einfach mal rein an und gehen erstmal rein. So, und erstmal Energy aufmachen. Ja, Mausi ist ein bisschen verstört. Tigger hat gerade Mausi verprügelt. Da musste ich noch dazwischen gehen und den Streithähne auseinandersperren. HDR ist vorhanden, so wie bei der Beta. Ist nämlich gerade angegangen. Prösterchen. Oh, schön Apfel. Oh, tut das gut. Ich habe mir auch zwei Mixeris geholt. Die sind auch kühl. Für Freitag wollte ich die, vielleicht trinke ich die heute Abend auch noch. Mal gucken. Also automatisch speichern, ist klar. Aber ich bin so heiß, Leute. Ich bin so heiß drauf. Weißpunkte maximal. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das jetzt so okay ist. Also ich finde das von der, also bei euch sieht es ein bisschen anders aus als bei mir. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Schatteneffekte und so, weil bei euch ist es natürlich nur 1080p. Bei mir ist es 4K HDR. Aber ich würde sagen, von der Einstellung okay, wir gucken, können ja mal gucken, wenn wir hier. Uff, nee, dann machen wir 200. Obwohl bei 300 sieht's. Ach, da muss man aber vorsichtig sein. Achso, ich nehme mal lieber Steuerkreuz anstatt den R-Knopf. Ja, wir gucken erstmal in der Story. Wir lassen uns jetzt erstmal so. Und hier HDR. Ach Mensch, 200. So, hier. Fortfahren. So. 1000. Wir gucken mal, was hier geht. Bis 4000 können wir machen. 2000 war eigentlich ganz okay. Ne, 1000 war es ja, war Standard 1000. Aber ich glaube, ich setze das auf 1500. Oder 2000. Machen wir nochmal Standard. Ich weiß nicht, erkennt ihr das, was hier bei euch da oben hat? Ein bisschen dunkler nur. Ja, wir lassen mal das so mit dem Standard und gucken uns das dann einfach mal im Spiel an. Oh, was kriege ich denn alles? Tor, okay. Ach so, das sind die Obsidian-Dingsbums, was ich gelesen habe. Was für die, für die Deluxe oder Dingsbums Edition ist. Die Outfits kriegst du halt nur in der digitalen Version, in dieser komischen Deluxe Edition. So. Und Thor steht jetzt auch mit da. Kampagne, Avengers,
Einstellungen. Okay. Ja, Ghost of Tsushima machen wir auch noch die nächsten Tage weiter. Ich wollte jetzt einfach nur mal hier reingucken. Weil darauf haben wir ja ewig gewartet. Oh. Vorschau. Oh, der sieht aber auch geil aus. Schwarz-Gold. Und jetzt gucken wir uns mal. Emotionen. Ist ein bisschen wie Fortnite mit diesen Emotionen und so. Aber den Thor finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, die Kostüme. Also das finde ich ja richtig geil. Müsste man nur wissen, wie teuer jetzt diese komischen... Wie heißen die Dinger hier? Kredit erhalten. So. Was habe ich mal gebraucht? Wie viel waren das? 900. Gucken wir mal nach. Boah, da muss ja gleich 19 Euro ausgeben. 10 Euro für 1000. Ist ja fast wie bei Fortnite eigentlich, oder? 10.000. Plus 3000 Bonus. Ja, na, das könnte man dann vielleicht irgendwann mal machen, wenn dann noch mehr Charaktere dazu kommen. Man, sollen ja noch mehrere kommen, sollen ja auch DLCs kommen. Spider-Man wird PlayStation exklusiv sein. Vorschau, was haben wir hier? Also dafür würde ich jetzt kein Geld ausgeben, weil ich Kredit erhalten. Namensschild. Ja gut, das wird schon. Ich sehe schon, das ist das nächste Spiel, wo man ordentlich Geld drin setzt. Aber der Thor gefällt mir. Den, ach Mann, ich will mir noch mal angucken. Ja, den finde ich so mit diesem älteren, mit diesem Fell unten, finde ich gar nicht mal so schlecht. Und mit dem halben Cape und den Hammer und so. Aber naja, okay. Wir wollen jetzt erstmal Kampagne gucken. Was ist denn das eigentlich hier oben? Community-Herausforderung. Siege einem... Okay. Das ist dann für die Community, da gibt es dann halt irgendwie irgendein Extra oder so. Na, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir uns erstmal, ich werde auf jeden Fall am Anfang erstmal auf leicht machen. Muss man erstmal gucken, ob sich jetzt hier von der Steuerung noch was geändert hat. Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Die Gänsehaut. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Ah, nee, ist der gleiche Anfang wie vorher hoch. Die Schrift sah bei mir gerade so ein bisschen gelblich aus, also bei euch weiß. Ich sehe die Brücke, Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Hm. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du?
bei deiner Geburt. Da meinte dein Bruder, du hättest Kulleraugen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an... Die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken. Landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Also, Grafik sieht echt geil aus. Nero, dankeschön. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme. Achso, ihr werdet vergessen. Nee, ist doch ein bisschen anders. Sie müssen mit der laufen. X vergesse. Ich habe das Spiel von Sony bekommen. Muss ich noch schnell erwähnen. Nicht, dass... Damit ihr auch Bescheid wisst. Also nicht, dass es heißt hier... Ich verheimliche euch sowas. Oh, geil, Tor! Oh, geil! Ich will Tor haben! Die Möglichkeit auch so groß ist? Oh, Hulk, ey. Captain America ist jetzt nicht so meins, ist eher so Weichheit. Ja, war auch beim Avengers-Film halt auf der falschen Seite. Ziemlich cool, aber ich will sie auch in echt sehen. Oh, sie Gott. Ist echt knallhart. Also die drei sind meine Lieblinge, also da. Tor, Hulk und Iron Man. Und Black Widow ist auch geil. Sieht geil aus. Servus Odin, alles klar. Zwinglino, ein wunderschön. Alles im grünen Bereich. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle fünf, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber... Der VIP-Balkon. Da muss ich hin. Wartet mal, ich muss das noch ein bisschen anpassen. Du. Kann ich hier nicht? Option. So. HDR an. Ändern. So. Ich mach mal auf 1000. Ich mach mal auf 2000. So, ich würde schon gerne. Und Weißpunkte. Quatsch, jetzt haben wir das hier. So. Das ist nur für die Helligkeit. Da machen wir mal 100 mehr. Grafikmodus 4K. Ach, das war das. Hier höchst. Genau. Genau. Höchste Leistung. Also wir haben jetzt hier normal 4K. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber hier zwischen normal 4K
und hier Höchstleistung, sehen die Buchstaben noch mal ein bisschen kräftiger aus und das wirkt vorher, als wenn da so ein kleiner Schleier drüber ist. Das ist jetzt weg. Untertitel für Hörgeschädigte. Untertitel. Ich mache mal auf Untertitel für euch an. Farbe. So. Die Barcodes scannen, um deinen VIP-Pass zu kriegen. Einen Comic an jedem Stand. Ich weiß nicht, wohin ich zuerst soll. Die Spielhalle, Thors Hammer. Ich gehe jedenfalls zu dem Eisstand. Gerne und danke. Bitte besuchen Sie die Info. Captain America und die Avengers? Kampf der Superhelden? Wow, Hulk zerstören! Also dann, es geht los. Mit deinen dünnen Armen, dann sollte ich dich besser nicht ärgern. Gibt es Rabatt für VIP-Verwandte? Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauche noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool. Bis später. Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man. So cool. Ich bin Iron Man. Oh Gott, ich liebe das Spiel jetzt schon. Ey. Ganz recht. Ob Tony Stark sich jemals Gedanken über seine Helmfrisur macht? Das ist viel schwerer. Meine Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren! Oh Mann! Oh, 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 das ist so cool! Tor, geil! Welch Abscheulichkeit ist das? Oh, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Gleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Ich mag Tor jetzt schon. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Myonenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, hm? Oh, 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 du bist witzig. Ja, das bin ich. Ich mag Tor! Eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Ich mag Thor! Kamala Khan. Hm. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Oh, Comics, Preis, konzentrier dich! Was war denn das? Wow, Widows weit Zielübungen. Ich
So spielen, wenn ich einen der Comics haben will. Trifft die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Ups. Geschafft! Nicht schlecht, Kamala. Nicht schlecht. Und der Comic gehört jetzt dir. Ja, Nummer 2. Ellen, danke schön fürs Followern. Und willkommen in der Horde. Da lang. Achso, da geht's raus noch. Hier standen nämlich gerade ganzen Leute. Dann gehen wir erstmal hier ran. Captain America. Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde. Dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit. Und du sagst nein. Ihr verschwindet. Warte mal, ich lese mal eure Nachrichten. Was? 79 oder 89? Wer hat das gesagt? Achso, das Spiel. Ich glaube 89. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Dann hast du 3 Tage vorher Zugang dazu. Hab mir Projekt Cars gekauft, aber noch nicht dazu gekommen anzuzocken. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Oh, Captain! Untertitel habe ich nicht angemacht. Wartet, ich muss nochmal. Wieso hab ich? Ich hab doch Untertitel. Ach, hier ist aus. Farbe. So, jetzt müsste es sein. Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey, Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also, vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Nett. Darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja, genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Ja, die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America. Und Black Widow. Ich sterbe. Wieder ein Comic im Sack. Ach, hier gibt es auch Sammelobjekte. Okay. Gott, ist das geil, ey. Hat wahrscheinlich nicht mal ein Smartphone. Ich zeig ihm schon, wie es geht. Nicht so schick da. Dann gehen wir erstmal hier hin. Du könntest stark genug sein. Sieht aus, als müsste ich es versuchen, wenn ich den nächsten Comic will. Probiert es. Ja. Kann ich es versuchen?
Los, probier! So knapp! Fast würde ich es schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, danke! Ich würde es trotzdem nochmal versuchen. Fast geschafft! VIP-Balkon, ich komme! Ich würde es nochmal. Mist! Sammelt euch! Nicht so schicht! Nochmal. Ich will es schaffen! Ist es vielleicht so gemacht, dass man es gar nicht schaffen kann? Unten ist der Viking-Kompass. Muss ich den jetzt halten, oder? Ich will es schaffen! Muss ich da nur im richtigen Moment drücken, oder? Aber hier ist ein Fehler drin. Die haben das 18er und das 24er Futag vermischt. Müssen wir mal gucken. D, also das ist da unter dem Stein, ist ein DJ. DJ. Das war. Was war das? Das war ein M, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt so vom Englischen O. Das ist ein N, ein U. O. Also, warte mal. Sammelt euch, nicht so schüchtern. Versucht es, findet heraus, ob ihr würdig seid. Naja, geil. Werte Herrschaft, Stärke des Donnergottes. Haltet sie in den Händen. Muss ich irgendwo hin? Cool! Ah. Noch mehr Comics! Fallen Sie nicht das auf sind diese Wissenschaftler aus dem ich Fernsehen. Terry Gen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Punkt nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist ihr Moment. Mit Starks Geld und ihrem Verstand habe ich ja gerade gemacht, Dorian. Werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg. Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Dir auch moin moin, aber was den Namen will ich hier so nicht lesen. Ich hab mich verirrt? Klar, ich bring dich zurück zur Show, okay? Den hab ich schon. Moment, vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Wartet mal, Leute, ich muss hier gerade mal.
Moment, Leute. Ich bin gleich... So was kann und will ich hier nicht dulden. Ich hab den Comic, den der Junge wollte. Ich sollte ihm das Heft geben. Die Namen zielen eindeutig auf Dritte Reich und so hin und so was kann und will ich hier nicht dulden. Die sind jetzt geblockt und ja auch seit heute erst, nee, seit 28. hat der das Profil hier 2020. Ja, so was wird hier weggebannt. Habe ich keinen Bock drauf. Hey, ich habe den Comic, den du wolltest. Super. Tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das war's. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum Balkon. Aber ja, kein Trophäengeräusche kriegt. Sammeln Sie die 5 exklusiven Event-Comics, um Zutritt zu unserem VIP-Balkon zu erhalten. Ich will mal gucken, nicht, dass ich, hier irgendwo was vergesse. Anzugucken und das vielleicht. Ah, hier. So cool. Genau, den. Ja. Also für die Leute, die das Video jetzt auf YouTube gucken, ich wurde gerade gefollowert von zwei, die den Namen eindeutig, wo der Name eindeutig in die rechte Ecke gehört. Einer hat. Oder beide haben meinen Namen abgewandelt und haben was dazu geschrieben. Und das kann und will ich hier nicht dulden. So einen Scheiß können sie woanders abziehen, aber ich möchte hier keinen rechten Scheiß haben. Ich bin Iron Man. Ja, ja, schon verstanden. Ah, hier ist auch noch was. Sammeln Sie die 5 exklusiven Event-Comics, um Zutritt zu unserem VIP-Balkon zu erhalten. Bringt mich um, wenn ich noch mehr Plüschfiguren anschleppe. Ich werde noch mal versuchen. Vielleicht gibt es hier auch eine Trophäe, wenn ich... Die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Wenn ich hier nur rote treffe, weil ich habe eben einen grünen getroffen. Bei dem Comic habe ich ja schon. Nichts, okay. Hätte ja sein können. Sie in den Händen.
Versucht es. Findet heraus, ob ihr würdig seid. Du könntest stark genug sein. Ja, das weiß ich nicht. Bei Twitch gibt es da halt keine Begrenzung, wie man die Namen nennt. Also eindeutiger sind dann halt weg. So, wenn man sich gleich wie der Schnurrbärtige nennt oder so, die werden nicht zugelassen. Aber andere, wenn man das umschreibt oder so, oder Buchstaben dazwischen macht, dann scheint das wohl durchzugehen. Aber ich habe die ja gemeldet und... Direktor Fury? Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht... Okay, Music, jetzt schlaf gut. Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Die reinste Magie. Beta, das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Benutz deinen Handyscan. Hast du deine Comics? Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Das Spiel... ja, das Spiel ist richtig geil. Aber hier ist nichts mehr weiter zum Einsammeln, oder? Nee. America. Wir wollen heute zwei große Geschichten über uns Helden geschrieben haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Terrigen, wer kenne ich das? Das ist doch bei den... Ist das nicht das, was die Metamenschen erzeugt? Captain Rogers, die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen, vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Cool, da habe ich ja fast alle schon getroffen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm. Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor, Tony, seht nach. Sofort. Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir. Na, geht doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Ach so, das ist das, was wir in der Beta gemacht haben. Ui.
Ich finde Thor geil. Ihr seid unwürdig. Tony, Thor, wie ist euer Status? Wörtliche in Gefahr. Viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Ich hätte heute Morgen mehr frühstücken sollen. Okay. Thor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Thor. Lustig. Thor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Hilfe! Bitte! Hilfe ist unterwegs. Eure Ziele, Leute! Tötet den Gott! Es sieht nicht gut aus! Gerade wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen S.H.I.E.L.D.-Konvoi passen. Boah, dann kommt ja der wieder auf meinen, dann muss ich mit Black Widow ja wieder den Typen besiegen. Oh, Gott, ey. Die sind wichtig. Okay, von mir aus. Ultra-Raketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tank an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe die verdammten Dinger gebaut. Wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tartnett ist unterwegs zur Reaktorkammer. In Deckung bleiben. Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Transportiert geheime S.H.I.E.L.D.-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gerne mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und gut geht's gut. Ja, ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Tolle Idee, S.H.I.E.L.D. mit Geschützen zu beschwimmen. Tony. Ach ja, ich.
gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehme es zurück. Sie haben Pulsarpanzer. Cap, das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja, Hulk. Ja. Hulk muss kaputt machen. Hulk macht kaputt. Hulk zerstört. War ja hier wieder. Sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Ich hoffe, die zeigen jetzt auch, was das Wärmesignal ist, weil das haben wir ja in der Beta nicht gesehen. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Ach, scheiße. Jetzt muss ich mit ihm herkommen. An alle Einheiten. Die Chimera wird angegriffen. Evakuiert die Zivilisten. Ich bin Captain America und die kommen mit einer Granate. Also bitte. Steve, kannst du mich hören? Ned! Todd, sind Sie da? Die Verbindung bricht ab. Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nicht das! Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen. Ich komme so schnell ich kann. Yes.
Habe keinen Karten, ich brauche ein Update. Der Reaktor stabilisiert sich nicht. Die Kerogen-Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Doc, ich melde mich gleich wieder. Das Schiff hängt nicht mehr lange durch. Ich versuch's, ich... Todd! Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? Avengers, Bericht! Sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Taskmaster. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Ich muss mal gucken bei Audio. Ton. Ich werde mal die SF, die werde ich mal runter machen, Musiklautstärke auch was runter, dass die Dialoge vielleicht ein bisschen lauter sind, weil ab und zu verschwinden die halt. Standard. Ja, wir lassen da mal Standard. So, jetzt haben wir ja Black Widow, das war auch so. Interaktion lassen wir auf Standard mit dem gedrückt halten. Spielersuche lassen wir noch deaktiviert, Vibration. Anzeigefarbe. Farbe. Hochleistung. HDR1. HDR-Kalibrierung, okay. Roman! Von einem führenden Shield-Agent zum anderen. Bleib fern! Ja, so ist es ein bisschen besser. Ich treffe mein Panzer. Die richtige Einstellung müssen wir jetzt nach und nach ausfinden. Der Fuß der Brücke ist gesichert. Leute, ich habe hier ganz seltsame seismische Werte. Tommy, LKW! Verstanden. Überhaupt nicht gedacht. Komm und hol's dir!
kleines Jetpack kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt! Gib's mir! Komm und hol dir! Desto mehr lernst du, stimmt's? Die fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Oh, Scheiße. Endet hier. Ist sicher frustrierend, immer einen Schritt hinterher zu sein. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre... Ich will die Überraschung nicht verderben. Aber. Versuchst du noch immer es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede!
Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Beta! Scheiße! Stellten die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkranken und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften vorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Hast du wieder 10.000 zusammengekriegt, Triple A, oder was? Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist. Aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. Luca, einen wunderschönen guten Abend. Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Ach, genau, Inhumans. Da gab es auch mal eine Serie. Schade, dass die nicht weiterging. Die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die war ganz gut. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Also das haben wir ja in der Beta nicht gesehen. Da war sie ja gleich im Wald oder so. Wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz okay. Bloß immer noch ein bisschen geschwächt. Hals und Husten, Schnupfen. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Können wir kurz reden, Beta? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ja, wenn ist es okay draußen. Also, gut. Angenehm, finde ich. Sehr gut. Sie haben da auch Eiscreme.
Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Ich hab dich lieb. Ich dich noch mehr. Aber du verstehst nicht. Okay, wo waren wir? Passworthinweis. Erste Liebe? Oh. Das ist doch nicht Stark, da steht doch AIM oben drüber. Was? Ach so, mein Kopfhörer piept. Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Mag eins. Verdammt. Kommt schon, Jungs. Bei uns sind's. Oh nein. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, ich bin drin. Ich bin drin, ich glaub's nicht. Oh, ja. Alles kopieren. Also jetzt momentan sind es bei uns 12 Grad. Und tagsüber waren es so 19, 20. Nee, Quatsch, 21,5 habe ich jetzt noch auf den Kopf. Nein. Oh, gesperrt. Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Ah, okay, das ist in der Beta auch nicht. So. Ach, danke für die Unterstützung. Hey, guter Tipp von mir. Ihr könnt draufschreiben, was ihr wollt. Es bleibt der Avengers Tower. Im alten HQ. Unordentlich, aber mein. Sieht ziemlich abgenutzt aus. Ob's die auch für extra große Schläge gibt? Oh. Amir würde bei dem Anblick ausrasten. Aber mein Bruder rastet ja sowieso bei allem aus. Wenn jemand versucht, mich aus der Distanz zu kriegen, bin ich im Vorteil. Elastische Arme vor dem Wind. Ja, bei mir auch. Bei mir bleibt das ohne aus. Ach so. Hm. Muss noch weiter schieben.
braucht Hightech-Sicherheit, wenn nur ich diesen Sprung schaffe. Wenn Abu die sieht, wirft er sie weg. Er glaubt immer noch, sie sind schuld an dem, was mir am A-Day passiert ist. Oh, so eine Torfigur hätte ich auch gern. Lass mal sehen. Die Kamera. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tarleton. Aber der sollte doch auf dem Kommandodeck sein. Ah, Cap. Was ist da los? Niemals. Tarleton hat ihn eingesperrt. Verräter Schwein. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Was? Tiny Dancer? Oh nein. Heroes Park? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Falle. Die Story finde ich bis jetzt sehr packend. Wenn es keine ist? Muss dann halt gucken, wie die Online-Geschichte dann mit Freunden zusammen aussieht. Man sollte sich das ansehen. Sei einfach klug, Kamala. Übergib die Beweise und es ist erledigt. Sektion 3, unter Sektion 8.2. Bleiben Sie bitte stehen, während wir Sie scannen. Was? Hier ist einer? Schon gut, Schatz. Bleib ruhig. Scan abgeschlossen. Keine Inhuman-DNA gefunden. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Ihrem heutigen Scan mitteilen möchten, können Sie auf der AIM-Webseite an einer Umfrage teilnehmen. Vielen Dank. Ist das wirklich passiert? Siehst du, keine Inhumans. Bestimmt nur eine zufällige Inspektion. Oh, fuck.
Ich danke dir, Spigelino. Schlaf gut. Danke für den geilen Stream. Freut mich, wenn er dir gefallen hat. Aber wir werden Avengers, die Story werden wir auf jeden Fall streamen. Und dann natürlich halt online hoch. Weil Two-Play hat sich... Ach, Two-Play. So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Vorwärts, oder? Soulfly hat sich das ja auch geholt. Und Rudi holt sich das später, wenn er... Und falls er sich den PS5 holt, dann können wir das schön alle Mann daddeln. Super, ich freue mich drauf. So, Odin. Ne? Gut, Iceman, haust da rein, schlaf gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier lang müssen. Da hoch müssen wir. Was? Achso, hier war nur nicht. Achso, okay, gut. Meine Eltern oft hierher mitgenommen. Jeder ist ein Kritiker. / Vandale. Alles in Humans. Alle vermisst. Deshalb macht Abu sich solche Sorgen. Der erste sogenannte Inhuman. Wow, schon 4 Jahre her. Ich glaube, so lange kann ich nicht warten. Ich werde mir das Spiel wohl für den PC holen in 6 Wochen. Ach so, schade. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. Aim reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Kann ich helfen, Großer? Cap. Es ist zu lange her. Hey. Wo willst du hin? Nach Hause, Wirklich? Jetzt schon? Hey, willst du einen Drink? Nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hä? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst wohl auf Inhumans. Kommt schon, Leute. Scheiß am Partisanten! Hört auf! Alles in Ordnung? Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das?
Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Caps Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Pass auf. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter, alles okay? Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Oh. Hey! Ich muss weg. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Hierhin wollen gehe ich nicht hin. Na, scheiße, ich habe gedacht, ich kann sie bekämpfen. Nee, ich muss andere Richtung. Ich muss weg. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Dahin wollen gehe ich nicht hin. Oh, fuck. Also ich muss das Spiel auf jeden Fall auf die interne Festplatte verschieben. Dass die Ladezeiten vielleicht ein bisschen was weniger werden. Ich glaube, ich muss die vorbeirennen lassen und den Gegner rechts. Hast du schon Black Ops vorbestellt? Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Du meinst die neue COD, Cold War. Dahin wollen gehe ich nicht hin. Kein Anzeichen von flüchtigen Inhuman. Verdammt, sie sind überall. Kann ich noch nach Hause? Wissen Sie, wer ich bin? Deine Hilfe. Geh! So komme ich raus. Leute, Terrorscanline! Oh, fuck. Ich hab den übersehen. Bei euch sieht es im Stream schon richtig cool aus, wenn ich das hier vergleiche mit dem 4K HDR-Bild, was ich hier sehe, mit den Lichteffekten schon alleine. Vergleiche immer, was ich oben sehe und was ich auf dem 4K-Bild schon sehe. Ganz recht. Dein Freund braucht deine Hilfe. So komme ich raus. Geh zum Park, hat sie gesagt. Triff Tiny Dancer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Da lang soll ich. Okay. Fuck. Fuck. Alarm!
Oh Mann, scheiße. Ach, da war ich ein bisschen zu schnell. Wie lange zocken wir denn jetzt eigentlich? Anderthalb Stunden schon. Uah. Ich überlege, wir machen noch ein bisschen, würde ich sagen. Auch wird angezockt, würde ich gleich. Ich mache die Mission noch zu Ende und dann würde ich sagen, wird angezockt erstmal Schluss. Ich habe nicht gedacht, dass der da runterspringt. Ich habe gedacht, ich schaffe es denn so schnell durch und die kommen runter und sagen, scheiße, nicht. Okay, Rudi, haust du rein. Schlaf gut. Schönen Grüße an Beate. Hier viele Outfits. Wie geben wir das? Oh, jetzt hab ich gekackt. Nee, doch nicht. Glied halt nur. Okay. Also ich kann, so wie es aussieht, die Story auch mit mehreren Spielen. Müssen wir uns da mal einen anderen Tag angucken. Ich habe auch noch keine Sammelgegenstände, um hier irgendwelche Kräfte zu verstärken. Die obere Reihe habe ich alles voll. Ich komme.
Noch widerlicher. Dann geh runter. Sofort. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Scan läuft! Komm schon, es muss einen anderen Weg rausgeben. Eigentlich wollte ich heute keinen Müllcontainer rumschieben. Ach, AIM lässt auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Ich glaube nicht, dass es AIM war. Ich habe garantiert irgendwo Sammelobjekte wieder vergessen. Alles frei. Also ich finde es echt packend. Wer war das? Strom. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthols folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Hey, was geht hier vor? Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Dr. Tatum? In der Tat. Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich habe nichts gestohlen. Hä? Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor, uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich. Ayday ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Ist klar. So ein Lügenschwein. Hören Sie, ich habe das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Waren Sie da? Ich meine, als Cap starb. Waren Sie da? Ja, ich hatte Glück.
Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Toll, Kamala. Du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Der Armreif sieht jetzt anders aus mit dem anderen Kostüm. Der ist eigentlich ein Stück kleiner gewesen. Ami, Abu, die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Jutta. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Sie wurden als Inhuman identifiziert. Ergeben Sie sich, dann geschieht Ihnen nichts. Die Polizei verfolgt derzeit eine Inhuman wegen eines Angriffs im Pilotraum. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und die 50 Kilo schwer, aber Augenbrauen. Kein Versteck. Ich muss aus der Stadt raus. Autorisiert. Stehen bleiben! Kamala Khan, bleib stehen! Endlich. Bitte ergeben Sie sich den AIM-Einheiten. Ihr wollt Kräfte sehen? Na schön. ID positiv. Angreiferin ist hier, Jungen. Empfehle Kernkampf. Sind das Granaten? Teuere Projektile. Versucht nicht, mich umzubringen! Ja!
Rückendeckung weg. Sag, ich bin mit dir aufs Land gefahren. Subjekt 1102. Es kann sich selbst klonen, nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und... Und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wieso? Wird Zeit für eine Was neue ist denn mein Vollgeist? Mir geht's gut. Sie lagen 6 Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel. Und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich es schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass Sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adaptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen... Stärke. Mich halt verarschen. Ist sie stabil? So ziemlich. Das ist unglaublich. Guck mal, habt ihr einen wunderschönen Abend. Also bis jetzt ist das Spiel richtig geil. Also für die Leute, die jetzt den Chat nicht lesen, Komati hat gefragt, wie ich das Spiel bis jetzt finde. Also Grafik, ich spiele es in 4K HDR. Die Story, es ist packend, es ist geil, es macht richtig fett Spaß. Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey, Abu. Ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls, Du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Die Beta hat dir nicht gefallen? Warum hat dir die Beta nicht gefallen? Ich werde artig sein. Ja, ich bin halt noch... Ich bin noch... mal gucken, wie es denn mit dem Online-Modus sein wird. Weil es ist ja so wie bei Destiny 1 und allgemein Destiny sind ja immer die gleichen Missionen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und dass du halt bestimmte Schwächen hast und der Gegner bestimmte Stärken. Aber ich denke mal, mit einem coolen Team, mit ein paar coolen Leuten, wird das bestimmt richtig Gaudi machen. Aber ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu so einem Stück, was in der Beta war, glaube ich. Oder? Nee. Da waren wir ja im Dschungel und nicht in der Wüste. Ich will unbedingt Tor haben, ey. Okay, alle Verschwörungstheorien online deuten auf diese Schlucht als Heimatbasis der Resistance hin. Sie sind meine einzige Chance. Wenigstens weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Ach, typisch. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Oh.
Was macht AIM bloß hier draußen? Mama? Endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Nein. AIM hat sie zuerst gefunden. Nein, einige müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich muss weitersuchen. Da geht's lang. Ich muss nach oben, um zu sehen, wo ich bin. Sei nicht böse, Abu. Ich vertrete mir nur die Beine. Nur renn, Mädel. Renn, 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 renn. Ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich flippe ja selber aus. Weiß nicht, der Kampfstil fand ich jetzt nicht so toll. Und dieses ständige Hin und Her der Charaktere. Einspielen die ganze Zeit. Das bald ist es dunkel. Eigene Geschichte. In dieser unheimlichen Schlucht will ich die Nacht nicht verbringen. Ich denke mal, so wird es hier auch sein, dass jeder seine eigene Geschichte hat. Weil ich habe heute erst gelesen, dass bei den DLCs, die kommen, dass da halt auch so eine Art Battle Pass ist pro Charakter. Den muss man nicht unbedingt holen, um dann irgendwelche Spezialoutfits zu kriegen und so. Und ich habe ja die Beta gespielt, ich habe es auch online gespielt, da kannst du dann einen festen Charakter nehmen. Das mit dem Charakter wechseln ist ja nur am Anfang so, damit du halt alle kennenlernst und die Fähigkeiten und so, um einen kleinen Überblick zu kriegen. Und dann später bist ja nur sie, also ich bin ja jetzt hier, ach so, beim Raumschiff. Das war in der Beta aber ein bisschen anders. Sie gefunden. Da muss ich doch erstmal in der. Oder nee, das war ja mit Hulk. Also ich denke mal, du musst. Du, rein storymäßig. Punktlandung. Würde, denke ich mal, so sein, dass du mit jedem Mal spielst oder so, dass die Story von jedem durchspielen kannst. Und dann hast du sie für einen Online-Modus und im Online-Modus... Oh, scheiße. Fuck, ich habe mich versprungen.
Und da wird es dann so sein, dass du dann wahrscheinlich, also im Online-Modus, da konnte ich mir auch meinen Charakter auswählen und habe eigentlich die ganze Zeit mit dem gespielt. Aber ich denke mal, das wird hier auch so sein, weil ich habe jetzt, bin jetzt im Story-Modus und konnte trotzdem Freunde einladen. Was? Also unter Einstellung war das. Servus Odin und so shit. Ein wunderschönen Erik. Wie ist jetzt die Portierung auf die PS5 sein? Kostenlos oder 50%? Also ich denke mal, das wird kostenlos sein. Die Portierung auf die PlayStation. Also von der 4 auf der 5. Erst mal eine Kiste. Ich hätte gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Jemand ist zu Hause. Ah, da ist auch. Ups. Unten war der Reaktorraum. Wahrscheinlich muss ich nach oben. Nee, ich will erstmal runter. Achso, ich kann nicht runter. Scheiße. Oh Mann, ich muss in der Nähe sein. Ach, hier ist so ein Pfeil, da. Ich muss weiter. Scheiße, das Kommandodeck. Wo sind denn alle? Das ist es. Das ist das Hauptquartier der Resistance. Es muss eine Nachricht geben oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder man hinterlässt keine Beweise? Ja, clever. Ziemlich staubig. Nein, sie sind hier irgendwo. Ah, das war eine Beta jetzt zum Beispiel nicht so. Aber in der Beta kommt man nicht hoch. Okay, das ist jetzt hier auch nicht. Also es gibt eindeutige Unterschiede zu Beta. Das finde ich schon mal sehr gut. Dass wir halt nicht alle, die spoilert haben. Na komm. Vielleicht komme ich in die Crewquartiere. Ah, natürlich. Muss den Strom wieder einschalten. Die Demo, die wir damals gespielt haben. Also die Demo nicht, Beta. Vielleicht kann ich den Strom irgendwie wieder einschalten. Ist aber jetzt die Vollversion. Kommt am Freitag raus und
Wenn du die digitale Deluxe Edition, hat, glaube ich, hast, dann kannst du halt 3 Tage vorher drauf zugreifen. Das weiß ich nicht, wann das DLC von Control kommen soll. Da müsste ich hinkommen. Okay, konzentrier dich. Muss mich nur dehnen. Geschafft! Als würde das alte Teil auseinanderfallen. Nee. Das darf man nicht. Was ist das? Wow. Ist das etwa das, was ich denke? Ist er noch hier? Er ist so leicht. Du hattest recht, Cap. Terrigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Hulk. Oh nein. Okay.
Wunder, dass die Resistance von hier weg ist. Da muss ich noch durch. Den Unterschied macht sich der Niemand. Es muss einen Weg zurück auf Deck geben. Hulk müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Vermutlich bin ich allein. Was kann schon schiefgehen, wenn man einen roten Knopf drückt? Wow, das war die Hangarbucht. Fast geschafft. Ganz ruhig, Kamala. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Daran könnte ich mich gewöhnen. Aber wir müssen noch vorher alle looten. Bevor wir zum obersten Deck gehen. Ja, das zum Beispiel. Und das. Wieso kann ich die Kamera jetzt hier nicht einstellen? Die Knöpfe noch funktionieren? Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Ach, jetzt. Immer nur nach oben. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Irgendwas haut hier gerade mit der Grafik. Was ist das? Da fehlt was. Vielleicht gibt's hier was, das mir weiterhilft.
Jetzt geht's wieder, jetzt ist wieder zentriert. Den Griff für den Verteilerkasten gefunden. Und voilà! Der Knopf hat Strom und ich komme hier raus. Ach, echt jetzt? Dort komme ich raus. Keine Spur von der Resistance. Hulk muss sie verschreckt haben. Ich sollte besser runter von dem Ding. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Ziel Kamala Khan festnehmen. Bedrohungsstufe 1. Befehl. Ziel Land ergreifen. Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig. Ziel ist vorgerückt. Bedrohungsstufe 2. Reaktion eskaliert. Ah!
fast! Sie festhalten! Shit, ich hätte mal meine... Jawohl, sein. Das ist neu. Ich bin riesig. Sie hat mit Rot schon verfügt. Angriff. Alle Einheiten. Angriff. Ende der taktischen Routinen. Schlecht aus. Hey. Das können wir auch mal weiterspielen, ja. Ganz ruhig, alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Aber ich kann halt nicht 5, 6, 7 Let's Plays gleichzeitig machen. Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9, von Highway 19 sind etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was Sorry. Was reden Sie da? Ich habe wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots ein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom AIM-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Mit dem Gurt, der ist unterm Anzug, das ist auch irgendwie... Also, entweder ist das die Volt, oder? Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen zu schließen? Nein, wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt.
Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM. Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber Sie haben doch das Video gesehen. Tut Sie wissen, das stimmt etwas sehr nicht. Sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Tarleton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank, gewalttätig und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte, ich... Ich bring dich hin. Wirklich? Ich wundere mich nur ein bisschen, dass ich kein Trophäengeräusch mehr habe. Aber es kann am Spiel liegen. Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Warum sind Sie zu Chimera zurückgekehrt? Bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar S.H.I.E.L.D.-Agents getroffen, aber danach nichts. Oh. Aha. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Hier. Ich helfe Ihnen. Oh, danke. Nein, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung. Dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1900... Wow. Na, das kennen wir aus der Beta. Wir sind nah dran. Jetzt kommen die Bots. Oh, Mann.
Das ist zugeschweißt. Buffy, schickt Eindämmungseinheiten. Dr. Banner, was soll ich tun? Lauf. Was? Ja! Nasenspray, einen wunderschönen Abend. Zum Wechseln dabei. Deskmess, aus dir einen wunderschönen Abend. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Okay, okay. Ich werde den, Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Provisorisch sieht das nicht aus. Hey. Alles gut? Okay. Alles cool. Vermutlich. Oh Mann. AIM ist nicht einfach gekommen. Die haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. Vorbei ist, werde ich sehr lange duschen. Das muss das Archiv sein, direkt vor uns. Ja.
was. Den Laden übernommen. Ob das Dark wirklich hier ist? Oh, hey, kaputt machen. Ich könnte durch die Lüftung und es mir ansehen. Ja, das geht auch. Aim ist überall. Lenk du sie ab. Ich suche einen Zugang. Alarmstufe rot. Wir werden angegriffen. Sie haben hier überall Wachen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Mist, sie riegeln alles ab. Ich bin drin. Die Luftschächte sind riesig. Anscheinend hat AIM um das Originalarchiv herumgebaut. Alles ist neu. Toxic, dankeschön fürs Followern und willkommen in der Horde. Mann, wo ist er denn hier? In der Beta war hier oben offen. Oder war das in zweiter? Nee, das war hier. Oder vielleicht kommt sie erst noch. Hat er dir gespeichert, was ich gemacht hatte? Ich bin ja auch schon Kraftlevel 6.
Mein Name gefällt mir, aber das freut mich. Dankeschön. Schön, dass du auch weißt, was das ist. Viele wissen es ja nicht, was das ist. Und du hast definitiv die Aufmerksamkeit von Ames. Es ist der Hulk! Ja. Ich habe noch eine Punkte, mal Dr. Lieber. Banner, halt! Stege einziehen, Subjekte zur Anlage 3 bringen! Tarten ist hier? Kritischer Ausfall, Zutritt ungeschützt. Sie haben etwas im obersten Stockwerk. Treffen wir uns dort? Könnte das Archiv sein? Mein Gott, seht nur, wie groß er ist! Was steht da? Verstärkung unterwegs zur Verwaltung. Erster Stock. Von mir wissen Sie nichts. Doktor, ich weiß, dass Sie mich hören. Bitte. Sie können ihn bekämpfen. Ich will Ihnen nichts tun. So, wenn dann. You're not to play Schlafgurt. Wirklich so live. Das freut mich zu lesen. Einheit reduziert. Deswegen freue ich mich ja schon so auf Thor, wenn wir hier Thor als Charakter kriegen. Thank you.
Durchs Forschungslabor führt ein Weg nach oben. Du musst durch den Serverraum. Das sind nicht Sie. Das Monster sind nicht Sie, Doktor. Er würde die Zerstörung dieser Forschung nicht wollen. Er braucht sie. Ich wollte ja nicht so lange angezockt heute machen, ey. Aber es ist einfach geil. Ich kann Ihnen immer noch helfen. Also. Endlich mal einen Streamer, der nicht permanent quatscht. Oh, Tony Hawk kommt ja auch noch. Stimmt ja. Oh. Ich habe die Beta auf YouTube, findest du die Beta, die habe ich angezockt. Boah, war ich grottenschlecht. Ich habe es in 4K HDR aufgenommen. Oh Gott, war ich da schlecht. Wenn ich überlege, ey, habe ich auf der PS1 mit meinem besten Freund Martin, da war immer bei irgendwelchen Zeitungen waren ja immer diese Demos mit bei. Da haben wir die Demo von Tony Hawk, auch Flugzeughangar und so was alles. Haben wir ewig gesuchtet, bis jeder da was gekriegt hatte. Wir hatten es später uns dann auch gekauft. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Und da konnten wir alles. Wir konnten darüber, da, Kassette hier. Also Videokassette war es ja damals noch. Und was wir da alles finden konnten. Ich bin so grottenschlecht, ich habe nichts mehr hingekriegt. Und mit dem permanenten Quatschen gebe ich dir recht, deswegen. Ich kann das auch nicht leiden. Ich mache dann immer so meine Auszeiten hier und beantworte Nachrichten von euch. Aber halt so zwischendurch, so mal ein bisschen was erzählen, ja klar. Wenn mir gerade was einfällt oder das hier dazu passt.
wie zu Avengers zum Beispiel, wenn mir da gerade was einfällt. Ein Fun Fact oder sowas. Sowas erzähle ich dann halt. Aber sonst bin ich auch nicht so. Ich kann das auch nicht leiden, wenn. Oh Gott. Dieses ewige Quatsche denn in den Let's Plays. Nee, hier. Komm. Noch einer? Ey, ist doch nicht. Oh. Ich bin in einem Terrigenese-Labor. Was ist das? Terrigenese, das war doch bei den Agent of S.H.I.E.L.D. und den Humans. War das hier gegen. Oh, das Labor halt. Da, wo sie Experimente mit den Inhumans gemacht haben. Du hast es geschafft! Hier haben sie die Inhumans eingesperrt. Ja, da hast du recht, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wenn die fragen, wie alt bist du denn, Toxic? Was ist passiert? Hier haben sie. Hab ich hier noch was zu trinken? Ich hab natürlich nichts mehr zu trinken hier. Halt. 32. Du musst für mich. Ja, du bist ja auch über 30. So, meine Community ist an sich. Was älter. Bändig den Hulk! Sie haben die Wahrheit gesehen. Ich bin 39, also ich werde nächstes Jahr 40. Wir beheben jetzt den Schaden. Und da hast du recht, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Den wir angerichtet haben vor so vielen Jahren. Alle Inhumans haben jetzt die Chance auf ein besseres Leben. Wir können die Inhumans vor einem Schicksal wie den ihren bewahren. Sie wollen ein Heilmittel. Er lügt. Er rettet niemanden. Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Habe ich jetzt. Oh, nicht schon wieder, also hinab. Oh, so. Ah, der hat weggefegt hier. Wenn ihr den Hulk nicht aufhaltet, tue ich es. Müsst auf jeden Fall meine Kraft mal verstärken. Nein! Sofort raus da! Lauf! Alter, sag, musst du es nicht. Ich sag's noch so, alles Mögliche eigentlich. Also, ich habe bis vor kurzem Ghost of Tsushima gemacht. Das sind wir auch noch nicht fertig. Das müssen wir noch weitermachen. Freitags ist immer Hangout. Das also. So Just Chatting halt quatschen. Da könnt ihr dann im Discord alle mit bei sein und so. Donnerstag ist immer Fortnite. Da zocke ich aber nicht alleine, da zocke ich mit der Community, also mit euch. Meistens ist Rudi und Zäufler, ja, und Music jetzt mit bei. Manchmal ist auch ein Platz. Ihnen und Plätze frei. Das muss der Eingang sein. Halt! Ich habe Mr. Stars Archiv gefunden. Wochenende habe ich. Ich brauche Strom für die Türen. Wochenende habe ich eigentlich mal gemacht, Reaction-mäßig, aber momentan, weil wir so viele angefangene Let's Plays haben,
Also, na gut, jetzt zwei mit dem. Aber Ghost of Tsushima will ich ja halt auch noch fertig kriegen. Genau, die Schalter. Nichts wie hin, Kamala. Wochenende ist dann halt mal Just Chatting, mal zocken. Pummelparty, genau, Pummelparty mache ich auch. Das zocke ich auch gerade mit der Community. Oder It's Quiz Time, wo ihr dann halt im Chat mitmachen könnt. Da braucht ihr euch das Spiel nicht mal runterladen. Also alles Mögliche. Ja, ja, ja. Hallo, besteht die Chance, dass ihr mich nicht umbringen wollt? Verdammt, da steht mir wohl ein Kampf bevor. Reiß dich zusammen, Kahn. Du schaffst das. Oh, shit. Ich muss wohl noch mehr Schalter drücken, damit ich Strom kriege. Koordiniere taktische Servos. Oh Gott. Mal gucken, was wir uns hier irgendwie verbessern können. So. Wir haben Level 2, 3, 4. Wir nehmen das. Da ist wirklich nichts besser bei, also nur mal das so wie es jetzt. Das müssten jetzt aber die letzten sein, oder? Ja. Wartet, das muss ich mal schnell lesen. Ghost of Tsushima ist ein sehr geiles Game. Spielen zu viele auf der PC. Ja, da hast du recht. Das ist ein absolut geiles Game. So, bin ich im Bett. Wünsche dir einen schönen angenehmen Abend. Nacht. Dankeschön, Toxic. Wünsche ich dir auch. Schlaf gut. Ich werde aber auch bald mal ins Bett müssen. Oh, scheiße, nein. Oh Mist, scheiße, ich war zu weit draußen.
Morgen ist wieder bei Zeiten die Nacht zu Ende. Meine Tochter ist nämlich noch krank. Hier, Jarvis. Vielleicht versteckt er sich in diesem Haufen super cooler Avengers-Sachen. Nein, konzentrier dich, Kamala. Du musst einen Hinweis finden. Ich glaube, das hat Thor gehört. Vielleicht ein Geheimhebel? Thor, sag mal, schau drauf. Nein, nur ein Krug. Das ist der, der aussieht wie so ein Anker, oder? Nee, nicht ganz, aber fast. Das ist aber nicht so der, wie der, der bei mir an der Wand hängt. Ah, hier, der Schild. Also, das ist schon wieder so wie in der Beta. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? War ein Versuch. Ich glaube, hier geht's wirklich weiter. Was ist hier? Du musst auch nochmal zurück. Oh, ihr seht gut aus, Leute. Ich brauche zu trinken, ey. Jarvis, gefunden. Nicht wirklich, oder? Scheiße. Jarvis. Jetzt muss ich den Hulk suchen und verschwinden. Was hast du denn da, Grill? Mist. Wieso gibst du mir das nicht? Epi Hammer, einen wunderschönen nicht. Abend. Enttäuschend. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten, findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Das. Ein Geschenk.
Sei still! Sei still! Überhaupt. Klar, ich führe Selbstgespräche. Okay. Zeig mir deine Geheimnisse. Falten unser Schiff. Nach unserem leitenden Wissenschaftler haben wir das Perigengas erfolgreich rückentwickelt. Was? Warten Sie bitte! Beruhig dich. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Bitte aufhören. Wo bin ich? Ein vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja, natürlich. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen gemütlicher. Oh, danke. Ja? Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut, also... Ja. Was, wenn es echt ist? Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine, es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du, es, so funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich habe nie wirklich dazugehört. Meine Welt waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, du bist kein... Was du da getan hast... Hey, was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm, aber trotzdem mutig. Und es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, okay. Also, wenn es fertig ist? Ja, es ist. Tob dich aus. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar.
Wesker. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Die Aussicht war bestimmt toll, als das Ding in der Luft war. Vielleicht kann Mr. Stark es reparieren. Ziemlich unordentlich hier. War vermutlich ein Lagerraum oder sowas. Also jetzt sind wir so wie in der Beta. Besser. Nicht wirklich. Wer hat wohl vor mir hier gewohnt? Ich sollte mit Bruce reden. Oder ich sehe mich noch etwas um, jetzt wo einige Türen funktionieren, damit er vergisst, dass ich geweint habe. Quartier von Bruce. Hulk hat es in Ruhe gelassen. Sieht immer noch sauber aus. Oder Bruce kann total schnell putzen. Schon wieder eine Trophäe. Ach hier. Wir sollten hier ein paar schöne Kräuter anbauen. Basilikum, Thymian, vielleicht Oregano. Was ist das alles? Ach, jetzt ist es doch wie in der Beta, dass wir hier eine Kiste haben. Ah, hier oben auch, genau. Das ist eine goldene. Großartig! Das Ding gehört in ein Museum. Hey, Bruce! Tut mir leid. Keine Sorge. Ich verstehe schon. Was Neues von du weißt wem? Ach, gutes Timing. Ich wollte es mir gerade ansehen. Hilfst du mir mal auf der anderen Seite? Drück einfach den Knopf. Okay, wird schon schief gehen. Guten Tag, Dr. Banner. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Tony Starks fantastischer Computerkumpel. Oh, ich bin nur ein hochintelligentes System. Es ist mir eine Ehre, Miss... Khan, aber du kannst mich Kamala nennen. Sehr erfreut, Miss Kamala. Was ist los? Der Einsatztisch kriegt zu wenig Energie. Die Notabriegelung des Systems ist aktiv. Ich habe wohl die Sicherheitssensoren im Labor ausgelöst. Wir müssen sie deaktivieren. Ich mach das.
Okay, Bruce. Wonach suche ich? Du benutzt die Konsole auf dem Labortisch, um die Sensoren zu deaktivieren. Hoffentlich erfahre ich von dieser Blutmaschine mehr über meine Kräfte. Ups. Ich glaube, ich hab's schlimmer gemacht. Schon okay. Das heißt nur, du musst die Sicherheitssensoren manuell deaktivieren. Such die kleinen roten Lichter. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Im Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Hab einen. Okay, das ist einfach. In einer meiner Geschichten muss Iron Man Straßenlampen ausschießen, damit Black Widow in eine Hydra-Basis eindringen kann. Ach ja, das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Avenger sowas wirklich machen muss. Also, nicht, dass ich ein Avenger wäre. Fast. Okay, das war's. Woohoo! Komm zurück. Heldenherausforderung freigeschaltet. Wurde freigeschaltet. Schließe Heldenherausforderung ab, um Heldenherausforderungspunkte zu erhalten, die auf der Herausforderungskarte kosmetische und Gameplay-Objekte und Belohnung freischalten. Okay. Welche Störgeräusche? Stufe 3. Stufe 5. War doch hier irgendwo, Achso, hier hinten war es. Jetzt ist ja hier hinten noch Herausforderungen dazu gekommen. Oh, weil ich es online. So, wie viel haben wir? Wir haben 0%. 170 haben wir.
Okay, hier haben wir tägliche Herausforderungen. Und hier haben wir... dann verschiedene Outfits für sie. Ja, aber das ist mir jetzt... Ach, hier gibt es auch... Da 500 davon gibt es. 100 davon. 200. Ach, eigentlich müsste man... Ach, scheißegal. Mach einfach komplett frei. Ich muss den Pass kaufen, um das... Ich muss... Aber das war da im... Beta waren das doch diese komischen Dingspunkte. Ja, die da, aber die kriege ich jetzt nicht so, oder was? Ja, bei ihr ist mir das Outfit eigentlich egal und das, was wir da kriegen. Bei Torway Geld investieren. Und Iron. Gut gemacht, Kamala. Jarvis, suchen wir Tony. Jarvis? Die Suche läuft. Warten Sie. Irgendetwas stimmt nicht, Dr. Banner. Das ist nicht gut. Oh je. Mein neurales Uplink wurde beim Absturz der Chimera beschädigt. Das ist hochspezielle SHIELD-Technologie. Ohne sie habe ich keinen Zugriff auf die globale Datenbank. SHIELD? Lasst uns Maria kontaktieren. Maria Hill? Leitet sie jetzt SHIELD? So ungefähr. Niemand weiß, was mit Direktor Fury passiert ist. Hill ist unsere einzige Vertrauensperson. Bruce, es ist schön, Sie zu sehen. Nach meinem Treffen mit dem Hulk war ich unsicher, ob wir uns noch mal sehen. Ja, tut mir wirklich leid. Hulk hatte einige... Probleme. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Dieser Tag hat unser aller Leben erschüttert. Es freut mich, dass die Avengers wieder in Aktion sind. Nun, nicht ganz. Hi, Kamala Khan. Im Moment sind's nur wir zwei. Wir versuchen, Mr. Stark zu finden. Ja, wir brauchen ein neurales Uplink. Sie haben sicher eins auf Lager. Alle unsere Ressourcen wurden von AIM beschlagnahmt und die meisten Agents sind abgetaucht. Aber ich weiß vielleicht, wo man suchen muss. Ich sende die Koordinaten an Ihren Einsatztisch. Infos kriegen Sie unterwegs. Soll ich den Quinjet startbereit machen, Sir? Welchen Quinjet? Gucken wir mal, wo wir da gespeichert haben. Oder wo das Spiel automatisch gespeichert hat. In der Zeit können wir ja mal gucken bei den Trophäen, weil wir haben ja jetzt ein paar Trophäen gekriegt. Er sagte gerade, die neueren PlayStation-Spiele haben nämlich... Also mein Akku ist auch leer. Ein bisschen mehr Anforderungen, da hakt es selbst bei der PS4 Pro. Also wir haben jetzt 11%. Also ein bisschen haben wir schon. So, ach hier sind wir gespeichert. Ne, das ist ganz gut. So, dann will ich meinen Abschluss jetzt hier auch machen.
Wir suchen uns aber gerade mal noch ein schönes Bild hier mit dem Grand Canyon so, oder was das ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir werden das auf jeden Fall durchzocken, die Story, und online werde ich es mit Soulflyer, so wie es aussieht, spielen und mal gucken, wer sich noch anschließt. Mir macht es megamäßig Spaß. Die Story ist echt cool, die bis jetzt. Ich freue mich schon, die anderen Helden kennenzulernen, also freizuschalten und mit denen zu spielen, vor allem Thor. Dann kann ich nämlich Thor auch im Online-Modus nehmen. Ja, willkommen im Chat. Wieso willkommen im Chat? Was ist denn hier los? Ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Naja, keine Ahnung. Achso, ich muss noch schnell wegen... Moin und Hallo, wegen meinen... extra Bohnen schreiben. Also Zoe fällt mir schon mal sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass die Beta nicht den Anfang der Story hundertprozentig wiedergibt, sondern nur so teilweise davon. Da hat man dann noch Luft nach oben, dass man hier halt nicht gleich die ersten 2-3 Stunden spielt und man weiß, ach, das war, das hatte ich schon, das hatte ich schon, das hatte ich schon. Das finde ich sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie der Online-Modus sein wird jetzt, wenn man ihn auf Dauer oder öfter spielt. Ob der Fun noch dabei bleibt, ob ein bisschen eintönig wird oder so. Ich bin da sehr gespannt. Bis jetzt aber finde ich, ich freue mich, dass es endlich auf dem Markt ist. Ich finde es geil, mir gefällt es. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Ja, dann würde ich mich jetzt hier für die, also die Aufnahme erstmal für den Angezockt bei euch bedanken. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.